Das wäre nur gerecht. Die Dürrwälder sind der Gnade der Republiken ausgeliefert und das wissen sie nicht einmal. Deine heutigen Taten könnten zukünftiges Leid vermeiden. Folge deinem Herzen, Palegina. Du allein weißt, was zu tun ist. Das ist die Paladin-Aussage mal wieder. Wenn du das tust, werden uns die Dux wohl kaum vergeben. Überleg dir genau, was du tust, Palegina. Die Konsequenzen für dich und diese Länder könnten schwerwiegend sein. Das ist eine furchtbare Idee und die Dux werden dich sicherlich aus der Bruderschaft werfen, wenn du sie in die Tat umsetzt. Halte inne und denke eine Minute darüber nach. Nein, wenn, dann sind wir auf Seiten des Dürrwaldes. Sie nickt resolut. Glanfatan, ein Bäumchen. Der Drachenschädel ist mit dem Jahren braun und glatt poliert geworden. Ach, das ist ein Drachenschädel. Ach so, da ist die Anamphat. Und sie will mit uns sprechen. Another Estramor. What do you want? Eine Orlanerin mittleren Alters steht im hinteren Teil des Langhauses, einen verärgerten Ausdruck auf ihren schmalen Gesichtszügen. Als du dich näherst, macht sie einen entschlossenen Schritt auf dich zu. Noch ein Estramor, was willst du? Sargani beugt sich vor. Vorsicht, diese Frau ist jung für eine Älteste. Und ich vermute, sie will sich beweisen. Ich will die anderen Bezirke von Zwillingsulm besuchen. Ich suche einen anderen, der die Stadt besucht hat. Das geht ihnen nichts an. Ich suche einen anderen, der die Stadt besucht hat. That you ask for this person is suspicious. There are reasons we don't let you, Estramoran, roam our sacred city. Reasons I am coming to understand. Ihr rotes Gesicht trägt einen finsteren Ausdruck. Nur wenige Estramoren erhalten die Erlaubnis, sich frei in unserer heiligen Stadt zu bewegen. Dass du sie für diese Person darum bittest, ist verdächtig. Es hat einen Grund, warum wir euch Estramon nicht erlauben, durch unsere heilige Stadt zu spazieren. Einen Grund, den ich langsam verstehe. Ist in letzter Zeit etwas passiert? Was diese Gründe auch sein mögen, sie haben nichts mit mir zu tun. Du musst mich durchlassen, ich habe anderswo zwingend wichtige Dinge zu erledigen. Vielleicht können wir zu einer Übereinkunft kommen, ich will keinen Ärger machen. Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten? Vielleicht kann ich helfen. Die letzten beiden sind wieder zu Paladin-mäßig. Wir fragen einfach direkt, ist in letzter Zeit etwas passiert? Mehr als mir lieb ist. Looters have grown bolder at the sights of the builders. The people of Defiance Bay set fire to their own city. And every week, the three Tusk Stelgar bring news of more desperate settlers pushing at our borders, trying to escape their plague of an old fane children. Die Plünderer an den Städten der Erbauer sind dreister geworden. Die Bewohner von Trussburg haben ihre eigene Stadt in Brand gesteckt und jede Woche bringen die drei Stoßzahn Stelgier neue Kunde von verzweifelten Siedlern, die vor unseren Grenzen stehen, auf der Flucht vor ihrer eigenen Plage, der Onolfenkinder. Plötzlich spürst du, dass noch jemand anderes anwesend ist. Die Arme am Fahrstuhl streit dich weiter an, doch ist aus ihrer Haut getreten. Es greift nach dir. Permitting more strangers the freedom of the city is out of the question right now. Go and be thankful that Anamphath Shimak doesn't sit in the passage of the six today. He would not be so kind as I. Es ist im Augenblick unmöglich, noch weiteren Fremden freien Zugang zur Stadt zu gewähren. Geh und sei dankbar, dass Anamphath Shimok oder Shimal, wie sie jetzt gerade gesagt hat, heute nicht in der Passage der Sets sitzt. Er wäre nicht so gütig gewesen wie ich. Feld. Eine Vision eines Orleaners erscheint neben Bedwill. Er hat dasselbe grünbraune Fell und dieselben haselnussbraunen Augen wie sie. Hilf mir, sie zur Vernunft zu bringen. Er deutet hinter dich. Als du dich umsiehst, siehst du die gespenstischen Gestalten von fünf anderen an der Fahrt. Ein weiterer Orleaner mit gelbbraunem Fell und einem narbigen Gesicht, einen skeptisch dreinblickenden Zwerg, einen schwarzfälligen Orleaner und zwei Elfen. Wer ist dieser andere Orleaner? Er sieht genauso aus wie du. Du bist über irgendetwas wütend. Ich höre es in deiner Stimme. Über was? Nun gut. Wer ist dieser andere Orleaner? Ihr rundes Gesicht trägt einen finsteren Ausdruck. Findest du das witzig? Deine Art kennt kein Feingefühl.
Der Spektralianer entfernt sich einen weiteren Schritt von ihr und setzt seinen Fuß mit einem langsamen, schweren Bewegen zum Boden. Zwischen ihnen dehnen sich Essenzsträhnen und er zieht eine Grimasse und lehnt sich nach vorne, als würde er gegen einen Sturm ankämpfen. Die wütende am Fahrzeug zusammen. Krieg. Die Stimme des Spektralianers klingt krächzend. Sie ziehen in den Krieg, erinnere sie an Ferls Warnung. Sagt dir Ferls Warnung irgendwas? Ferls Seelenbild schnappt nach Luft. Straffe Seelenstränge ziehen an ihm und holen ihn in die Alarmfahrt zurück. Er blickt wieder zu dir auf. Ich versuchte es ihnen zu sagen. Die Seelen der Erbauer haben selbst die Estramon berührt. You'd better explain yourself. Die beiden Stammesbrüder schauen mit den Händen an ihren Schwestern von der armen Pfad zu dir. Ihre Schlitzpupillen verengen sich. Du hast hoffentlich eine gute Erklärung dafür. Die Seelen der Erbauer haben selbst die Estramon berührt. Die Sandra Oriane, weißt du, wer er ist? Es gibt noch andere Seelen an diesem Ort. Und in dir, du musst auf sie hören. Weißt du, wer der andere Oleaner ist? Im Augenblick interessiert mich mehr, wer du bist. Die Seelen der Erbauer haben selbst die Estramon berührt. There's no way you could have known this saying. Not unless you are a Galus on Anums, a watcher of souls. Als der letzte Rest von Fels Seele wieder in ihr verschwindet, schnappt sie nach Luft. Die Stammesbrüder gaffen dich an. Es ist womöglich, dass du dieses Sprichwort kennst, es sei denn, sie gehen einen weiteren Schritt auf dich zu. Du bist ein Gels Anams, ein Wächter der Seelen. Ja, ich bin ein Wächter, könnten wir offen sagen. Wir könnten aber auch davon ablenken, das ist, glaube ich, das Beste. Wer war Feld? Sie liegt traurig zu Boden. Jemand, auf den wir vor langer Zeit hätten hören sollen. Feralt's warning came before the Broken Stone War. Feralt, my ancestor on my mother's side, was Anamphoth of our tribe then. When the Estramoric farmers defiled the Builder's Monuments, Feralt urged the other Anamphotha to patience, but louder, angrier voices prevailed. Fels Warnung kam vor dem Krieg des zerbrochenen Steins. Feld, mein Vorfahre mütterlicherseits, war damals Anamphath unseres Stammes. Als die Estramog-Bauern die Monumente der Erbauer schändeten, drängte Feld die anderen Anamphath zur Geduld. Sie faltet ihre mit Klauen versehenen Hände vor sich und schaut auf sie hinab. Letztendlich setzten sich aber lautere, wütendere Stimmen durch. Feralt believed that the invaders could be taught to respect the builders as we do. He also believed the builders' souls had spread to all peoples and that we should avoid needless conflict with others. More practically, he worried that a violent response would only spur further bloodshed across the generations, and you can see where we are today. Feld glaubte, dass man den Invasoren beibringen könne, die Erbauer zu respektieren, wie wir es tun. Außerdem war er der Ansicht, dass sich die Seelen der Erbauer auf alle Leute verteilt hatten und dass wir unnötige Konflikte mit anderen vermeiden sollten. Eigentlich machte er sich hauptsächlich Sorgen darüber, dass eine gewaltsame Reaktion nur für eine Gegenreaktion für eine Generation überspannendes Blutbad sorgen würde. Ja, da hatte er wohl recht. Sie spreizte ihre Hände. Und du kannst ja sehen, wo wir heute stehen. Was meinst du damit? Nach zwei Kriegen mit dem Dürrwald ist seine Warnung so relevant wie nie. Zumindest müsst ihr euch nicht mit den Hohlbewohnern herumschlagen. Vielleicht geht es euch besser, als ihr dachtet. Vielleicht ist das Problem, dass ihr nicht hart genug wart. Nee, nehmen wir das mit dem Krieg. Simply remembering his warning now will not undo the wars and the changes that the years have seen. There is blood on these stones, and that is all anyone remembers now. Sie verzieht ihren Mund mit zu einem schmalen Strich. Fels Worte waren zwar klug, doch sie wurden damals nicht gehört. Sich jetzt an seine Warnung zu erinnern, wird die Kriege nicht ungeschehen machen und die Veränderungen der vielen Jahre.
Auf diesen Stein haftet Blut, das ist alles, woran man sich erinnert. In deinem Verstand kannst du kurz ein Bild eines polierten Adra-Würfels sehen. Die Seiten sind beschriftet, aber das Bild ist zu schwach, um die Worte lesen zu können. Die Anamenphat wendet sich von dir ab und schaut an einer spitzen Klaue kauend zu Boden. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber dennoch sind deine heutigen Entscheidungen von Bedeutung. Also gibt ihnen etwas anderes, an das sie sich erinnern können. Klingt danach, als hättest du deine eigenen Probleme. Das erste klingt wieder zu Paladin, rhetorisch mäßig, philosophisch mäßig. Das da klingt eher nach Hagrim. Also gib ihnen etwas, an das sie sich erinnern können. Sie schaut dich traurig an. Ich fürchte, das habe ich schon. Another Estremor came through here a few days ago and, well, letting him through was a mistake. One I am eager not to repeat. The Guided Compass tribe has a reputation for being too soft with Estremoran. One that will not be improved by my failure to stop this man who has desecrated our most sacred sites. Vor ein paar Tagen kam mir ein anderer Estramor durch und nun, ihn durchzulassen, war ein Fehler. Und zwar einer, den ich nicht unbedingt wiederholen möchte. Sie schaut dich direkt an. Der Kompass der Führung stammt den Ruf, mit Estramorn zu sanft umzugehen. Durch mein Versagen, diesen Mann aufzuhalten, der unsere heiligsten Stätten entweiht hat, wird dieser Ruf nicht gerade verbessert. Das klingt nach dem Mann, den ich hier aufhalten wollte. Vielleicht könnte ich helfen. Dann ist jetzt die Zeit, das zu beheben. Ich weiß nichts über diesen Mann. Was schadet es, mich durchzulassen? Das klingt nach dem Mann, den ich hier aufhalten wollte. Genau das nehmen wir. I won't repeat a mistake in my haste to correct it. We bar twin elms from Estremoran to protect the ancient places that the builders left behind. The builders left this heritage to us to defend, but they alone had access to it. On this much, at least the six tribes agree. Das Misstrauen schleicht ihr zurück in die Augen. Ich werde meinen Fehler nicht wiederholen, nur weil ich ihn dringend beheben möchte. Wir halten Estramorn aus Zwillingsohren fern, um die uralten Stätten zu schützen, die uns die Erbauer hinterlassen haben. Die Erbauer haben uns die Verteidigung dieses Erbes überlassen, aber sie alleine hatten Zugang dazu. Sie seufzt. Zumindest darüber sind sich die sechs Stämme einig. In deinem Verstand siehst du abermals den polierten Adra-Eckpfeiler. War es nicht vorhin ein Würfel? Dieses Mal ist das Bild klarer. Auf jeder Seite des Pfeilers steht ein Satz, den du auswendig kannst. Du spürst, wie deine Lippen Worte bilden. Ein Geschenk der Erbauer der Zivilisation an die Hüter ihres Vermächtnisses. Mögen die Hüter die Tür bewachen, während die Erbauer den Schlüssel behalten. These were the words given to the keepers of the stone. Bell starrt zu dir zurück und in ihrem offenstehenden Mund kannst du ihre winzigen spitzen Zähne sehen. Das waren die Worte, die den Hütern des Steins gesagt wurden. Ich weiß. Was meinen sie damit? Sie mustert dich sorgfältig. Sie meinen, dass Ferwels Worte vielleicht wahr waren. Very well. The city is yours to explore. Tell the guard at the gate that you come to see the cornerstone with the blessing of the guided compass. If the gods have truly returned one of the builders to us, find the Delimgon of Tear Everon in Elm's Reach. If the gods have sent you here with a purpose, the Delimgon will know. Sie streicht sich nachdenklich mit den Händen über die Ohren. Gut, du darfst die Stadt erkunden. Sag der Wache am Tor, dass du mit dem Segen des Kompasses die der Führung kommst, um den Eckpfeiler zu sehen. Wenn die Götter wirklich einen der Erbauer zu uns haben zurückkehren lassen, findet die Delimgarn von Tear Everon im Ulmenkap. Wenn die Götter dich mit einer Bestimmung geschickt haben, werden die Delimgarn es wissen. In der Zwischenzeit werde ich hier sein, um dich zu unterstützen. Was sind die sechs Stämme? Die glafantanische Gesellschaft ist in Stämme unterteilt, die sich weiter in Clans verzweigen.
Jeder Stamm verbindet eine besondere Geschichte oder eine besondere Lebensart und Clans sind Gemeinschaften von Familien, die zusammenleben.